Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal den Shovel Simulator. Roblox Victor hat mir das Spiel jetzt schon vor ein paar Wochen empfohlen und ich dachte mir, ich spiele das jetzt mal, wenn das mir empfiehlt. Der erste Eindruck ist erstmal interessant. Auf jeden Fall Roblox Terrain genutzt. Trotzdem auch noch so Models, die so ein bisschen voxelartig sind. Alles ein bisschen verpixelt. Oh, es gibt Tiefenunschärfe. Wenn man nah dran ist, unscharf. Yeah. Bedeutet aber auch, ich kriege keinen guten Blick auf die Sachen. So, und I guess, ich muss hier jetzt erstmal schaufeln. Nix. Doch, was ist das? Ein Blatt? Ein Maple Leaf. Ein Ahornblatt. Nix. Nix. Ey, eine Münze. Stellt euch vor, ihr könnt einfach in eurem Garten so auf den Boden kloppen mit einer Schaufel und dann kommt da Geld raus. Yeah, was ist das? Ein Schneckenhaus. Yay. Finde ich eigentlich ganz cool. Machen wir den Sound ein bisschen lauter. So, jetzt ist der Sound ein bisschen lauter und es gibt natürlich viele Sachen, die ich noch zu entdecken habe. Aber warte, ich will auf... Bam, 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 bam. Oh, das ist so... Es ist so satisfying. Oh, ich finde das richtig gut. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Und so viele Sachen. Back full. Oh, mein Back ist full. Dann muss ich wohl verkaufen gehen. Wo verkaufe ich? Sell, hier. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ja. Ich finde den Simulator richtig gut umgesetzt. Also es fühlt sich einfach gut an, den zu spielen. Das finde ich nice. Ich hau hier auf die Sachen rauf, wie so ein Bekloppter. Da kommen so Effekte raus. Es splattert. Es kommen Partikel, die rumfliegen. Das Ding wobbelt so schön. Ich mag diesen Wobble-Effekt. Der ist auch richtig smooth. Und dann holt man einfach mal so einen toten Käfer raus. Big Dead Beetle. Bisher lag ich auch immer richtig mit den Sachen, die ich rausgeholt habe. Und dann noch so ein bisschen Voxelart, wieder ein Maple Leaf, aber ziemlich groß. Das war das letzte auch so riesig groß. Ist ja richtig groß, was man hier rausholt. Giant Maple Leaf. Okay, man verkauft das Ganze. Ah, okay, da unten habe ich den Backpack. Ich kann 5 Sachen im Backpack haben. Hier war diesmal gar nichts drin. Okay, das war traurig. Was ist nun mal das Leben? Manchmal findet man nichts. Manchmal findet man auch zweimal nichts. Hatte ich einfach am Anfang nur sehr viel Glück. Ja, ich finde gar nichts mehr. Ach doch, da. So ein Schneckenhaus. Gehe ich verkaufen und krieg dafür $100. Okay, gehen wir mal zu dem Postkasten. Ich scheine ja gerade Post zu haben. Hallo, Post. Ich hau einfach auf den Briefkasten drauf. Alles klar, Letter. You got mail. Hey, Conny, thanks for playing Shovel Simulator. It's taken a lot of hard work to get bla bla bla. Danke, kein Ding. Mr. Chicken Rocket hat mir einen netten Brief geschickt. Ich soll ihn mal in der VIP-Area besuchen, aber dafür brauche ich wahrscheinlich VIP. Kann ich hier auch graben? Nee, man hat einfach so eine Schaufel und Bitch-Slappen. Bam. Bam, aus dem Weg. Bitch Slap. Gehen wir mal rein ins Haus. Earlier that day. Oh, es gibt eine Story? Mom, hey, Conny. Rise and shine. Oh, das ist... Oh, dann auch noch so eine Kamerafahrt, wie bei Pokémon. Yay. Wake up, Sleepyhead. Oh, es ist mein 10. Geburtstag, wie bei Pokémon. Ich muss nach draußen gehen. Das finde ich cool. Das, also, ich sehe eindeutig die Anlehnung an Pokémon. Es ist mein 10. Geburtstag. Ein großartiger Tag. Wahrscheinlich schickt sie mich gleich raus mit einer Schaufel, damit ich die Welt retten kann. Das ist cool. Das ist richtig cool gemacht. So ein bisschen Pseudo-Story eingebaut. Ein richtig schönes Kinderzimmer. Alles so. Oh, ich finde das richtig geil. Auch diese Skybox, die dann... Oh, ich finde das gut gemacht. Ich gehe einfach mal nach unten. Und da ist meine Mutter. Hallo, Mama. Happy Birthday. Danke, Mutti. Danke. Thanks, Mom. I've been waiting so long. Oh mein Gott, ich kann sprechen. Das ist ein Pokémon-Spiel normalerweise nicht so. Ich habe so lange auf meinen 10. Geburtstag gewartet. 10 Jahre. Kannst du dir das vorstellen, Mutter? 10 Jahre sitze ich hier in dieser verdammten Wohnung und warte darauf, dass ich endlich 10 Jahre alt bin. Now that I'm 10, I can finally become a shovel master. Ja, Mann, ich kann endlich ein Schaufelmeister werden. Just like your dad. Yeah, just like my dad. Okay, mein Vater ist scheinbar ein Schaufelmeister. So, here's your present, your very own shovel. I know, it's not a big fancy one, but it's the perfect one for starting out. Danke, Mutti. Ich hab dich lieb. Danke für diese wunderschöne Schaufel. Thanks, Mom. You're welcome, baby. Now go play outside and clean the yard. There's plenty of things to practice being a Shovelmaster out there. I'm going to be the greatest Shovelmaster ever. Ich werde der größte Schaufelmeister, den diese Welt jemals gesehen hat, werden. Boah, das Spiel ist richtig geil. Die Effekte, ah, oh, es ist so schön. Kann ich meine Geburtstagskerze... Yum, maybe I have some later. Okay, ich habe scheinbar keine Lust auf Kuchen. Ich kann die Wohnung hier kaputt machen. Ich kann Mutter schlagen. Ich bin jetzt der Schaufelmeister. Okay. Na, ich will noch nicht raus. Nee, warte mal. Was ist hier? Durch Schlüsselloch gucken. Jetzt Mom's Room. Stay out. Na gut, dann darf ich in Mom's Room nicht rein. Gibt's hier noch andere Sachen, die ich angucken kann? Live, love, shovel. Really shows what kind of family we are. Okay, es liegt scheinbar in der Familie, dass Leute so auf Schaufeln abfahren. Und einfach so ein wunderschönes Gemälde von Vincent van Gogh. Mom says this painting is famous. It looks like an Instagram filter to me. Ja, ich bin mir nicht sicher, wie teuer das Ding ist, aber dieses Gemälde ist wirklich... Mit dem Gemälde wäre schon mal für den Unterhalt gesorgt. Oh, das ist cool. Man ist hier unten und dann ist wieder so Decke und man kann hier wieder rausgucken. Oh, das ist richtig gut gemacht. Oh, ich bin begeistert von diesem Spiel. Ich bin wirklich begeistert. Das ist
genial. Auch wenn dieses Bett ein bisschen groß ist für meinen kleinen Körper. Aber solche Kleinigkeiten braucht man sich nicht. Study Whale is watching. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal raus. Wir werden der größte Schaufelmeister, den die Welt je gesehen hat. Ha, und erstmal den Yard ein bisschen clean. Oh mein Gott, ich habe Diamanten gefunden. Meine! Ja, Mann. Es ist wahrscheinlich alles total billig, was ich hier gerade mache. Aber das Spiel, das fühlt sich richtig gut an. Oh, ich kann euch echt empfehlen, spielt den Schaufelsimulator auch mal. Es fühlt sich einfach gut an, den zu spielen. Die Animationen sind alle so smooth. Die Partikel, die Effekte, es ist geil. Ich weiß nicht, wie cool das am Handy ist, weil am Handy sind Videospiele ja immer ein bisschen schwieriger, auch wegen der Performance und so und der Steuerung. Aber ich finde es am PC gerade richtig gut. Es macht mir gar nichts aus, dass ich so viel klicken muss. Das stört mich ja an Roblox-Spielen meistens. Oh mein Gott, was ist das? Eine Münze, eine große. Eine Giant Silver Coin. Und dann haben wir da ein Hühnchen. Und guck dir das Hühnchen an. Ein kleines Voxelhuhn. Was seh ich? Bam, bam, bam. Ich bin ein Schaufelmeister. Teleport. Okay, das Huhn hat sich wegteleportiert, weil man tötet keine Hühner. Man macht sie nur so wütend, bis sie sich wegteleportieren. Ah, das ist geil. Als Victor sagte, das ist ein Simulator, der sich wirklich gut anfühlt, da dachte ich, okay, wie gut kann er denn schon sein? Aber das ist wirklich, boah, das ist richtig gut programmiert auch. Ja, oh, es ist einfach schön. Immer mal hier so ein bisschen buddeln, so ein Alt-Button. Heben wir noch eine Sache aus dem Boden raus. Noch so ein Alt-Button, den verkaufen wir dann. So, und haben jetzt schon 3650. Da hinten ist das Volcano Dojo. Backpack Upgrades. Ja, Backpack Upgrades wären schön. Hätte ich gerne. Ein Eichhörnchen. Hey, I've been watching your dick. You wanna be a shovel master? I can respect that. Shovels are great, but what do you know about Loot Management? Ich habe keine Ahnung, was ist denn Loot Management? Erzähl's mir, Remo, das Eichhörnchen. Ja, entweder für 25 Robux, was auch nicht so viel ist, es wird aber auch nicht viel sein, Level 2 oder 4000. Okay, alles klar, Remo. Ich komme auf dich zurück, sobald ich die 4000 habe. Das wird ja nicht lange dauern. Ich muss eigentlich nur noch ein Backpack vollkriegen. Dann kann ich ihn auch schon upgraden. Bam, bam. Ich liebe es, diese Dinger kaputt zu hauen. Ich weiß nicht, ob es effizienter ist, die Dinger kaputt zu hauen, aber es fühlt sich so schön an. Ich meine, hier kann man ja einfach reinstecken und rausholen. Easy. So, jetzt habe ich eigentlich schon genug. Wenn ich verkaufen gehe, habe ich locker die 4000 zusammen. So, da habe ich die 4000. 4150 Cash. Dann gehen wir hier hin. So, und ich hole mir den Backpack. Thank you. Kein Problem. Gerne. Wisst ihr, vom Design-Level, es ist alles nicht so hundertprozentig ausgefeilt, was die Grafiken angeht. Aber es hat so ein gutes Feeling. There you go. You should be able to hold a few more items before you need to sell now. There's some more to being a shovel master than just having a big shovel. Du hast sowas von recht, Remo. Du hast sowas von recht. Also er hat gesagt, man braucht, um ein großer Schaufelmeister zu werden, braucht man ein wenig mehr als nur eine große Schaufel. Sondern auch einen großen Rucksack. Und jetzt haben wir einen Rucksack, der 10 Sachen beinhaltet. Und Gems. Gems sind schön. Einen Wurm habe ich eingesammelt. Einfach mal wieder Sachen. Boah, ich habe Bock. Es fühlt sich einfach so schön an. Ich habe gerade einfach nur Lust darauf, hier Sachen einzusammeln. Hier Sachen zu farmen. Ich kann zwar nichts mehr einsammeln. Ich muss mal ein bisschen verkaufen gehen wieder. Bevor ich die nächsten Sachen hier aufheben kann. Aber es macht einfach Spaß zu schaufeln in diesem Spiel. Aber ich glaube, ich brauche auch langsam mal eine größere Schaufel. So, was gibt's denn hier alles? Hier gibt's eine Höhle, wie es aussieht. Aber die muss ich wahrscheinlich auch aufschlagen können mit meiner Schaufel, oder? Ja, das machen wir. Ich weiß nicht, ob meine Schaufel dazu in der Lage ist. Ich brauche vielleicht eine größere Schaufel. Aber das ist so schön. Aber wenn ich das anklicke, läuft mein Charakter auch automatisch hin und schaufelt dann. Finde ich gut. Das macht Spaß. Dann gibt's noch die Dino Dig Zone. Die SPG. Und das ist, glaube ich, alles lokal, oder? Nee. Ja, Mann, noch ein Big Snail House. Hi, Conny. Hi, I like. Ich kann deinen Namen gar nicht lesen, weil der zu klein ist und du dich bewegt hast. Also, wir haben ein paar Sachen verkaufen. Da gibt's die Moo Moo Farm. Und da hinten gibt's Shovel Upgrades. Und dann gehen wir einfach mal zu Shovel Upgrades. Die werden mich wahrscheinlich auch so 4000 kosten, oder? Shappy. Hey, Kid. That's a nice enough beginner shovel. Want to upgrade to something a bit more advanced? Ja klar, würde ich gerne upgraden. 6000 für eine Schaufel MK2. Machen wir. Ich komme auf dich zurück, Shappy. Hinten gibt's auch ein Pet Center. Sagen wir mal Hallo zu den Pets. Der eine sieht aus wie Rigby. Jay bricht. I'm telling you, pet centers are supposed to be red. Ah, no, of course pet centers are meant to be red. I got copyright to think about. We're not some anime game. Hi. Wisst ihr, wo das Pet Center ist? Oh, heck it. Yeah, but we haven't built it yet. We're just working out what color should be. And I don't mean to be a downer, Kid, but you don't even have a pet yet. Come back when you do. Alright, alles klar. Ich bin zurück, wenn ich ein Pet habe. Kein Problem. Also hier eindeutig sieht man, das ist an Pokémon angelehnt.
Pet Center, Pokémon Center. Pokémon Center waren in Pokémon auch immer red. Das ist auch der Umriss von einem Pokémon Center. Also ja, es ist daran angelehnt, aber ich finde das richtig cool. Ich finde das richtig cool gemacht. So, ich will jetzt auch ein Pet haben. Komm ran, Huhn, du bist jetzt mein Pet. Hör auf zu heulen, du bist jetzt mein Pet. Komm ran, komm ran. Und sich wegteleportiert. Naja. Ah, warte, man kriegt dann Eggs? Ich guck einfach mal, was es so alles gibt. Story Unlock. Ach so, Pet-Stuff kriegt man durch Story. Okay. Dann gibt's den Shop. Oh, und wenn man Shop geht, ist der Hintergrund dann schwarz. Okay. Dann kann man sich dann Gems kaufen. More Pet Storage. Bessere Schaufeln. Battleship. Was? Okay. Ich weiß noch nicht, wofür man das braucht. Want more Pets? Note Pets Unlock early in the game. Keep playing. Okay, wenn man Pets haben will, muss man halt ein bisschen weiterspielen. Es geht scheinbar sehr schnell. Und hier kann man dann auch Codes eingeben. Alles klar. All done. Oh, hier gibt es dann noch verschiedene. Achso, dann kann man zu den verschiedenen Sections scrollen. Finde ich cool. Dann sagen wir all done. Es gibt auch Stickers. Ach so, man kriegt für alle Sachen, die man sammelt, kriegt man Sticker. Mums Yard habe ich jetzt alles schon voll, scheinbar. Lost and Found. Okay, cool. Dann müssen wir wahrscheinlich mal in die Mumu Farms. Aber vorher holen wir uns eine bessere Schaufel. So, wir farmen jetzt das Geld zusammen, bis wir eine bessere Schaufel haben. Und wenn wir die bessere Schaufel haben, dann können wir mal wieder Hallo sagen zu Mama. Hey Mutti, weißt du noch die Schaufel, die du mir heute geschenkt hast? Ich habe sie weggeschmissen für eine bessere. Aber sie hat ja auch gesagt, das ist keine gute Schaufel. Aber sie ist vollkommen okay für Beginner und dafür soll sie auch sein. Also unsere Mutter will ja auch, dass wir als Schaufelmaster uns dann advancen und uns bessere Schaufeln holen. So, das Ding hauen wir jetzt auch noch zu Brei. Komm. Ah, ich liebe diese Animation. Back full. Okay, dann muss ich wieder verkaufen. Ein bisschen muss ich jetzt noch machen. Oh, es ist einfach so schön. Ich habe gar keinen Bock aufzuhören, hier einfach zu graben. Ah, oh, die Soundeffekte, die Animationen, so smooth, das ist alles so schön. Ich habe einfach Lust. Komm, und ich werde jetzt auch mal den Baumstamm da wieder verkloppen. Du hast keine Chance gegen mich. Bam, 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 bam. Du hast keine Chance. Oh, ich habe daneben gehauen. Bam, bam. Er ist weg. Ein bisschen was einsammeln hier. Oh, das Ding hier habe ich vergessen. Und da hat auch jemand Pets, wie schön. Ich habe keine. Mein Backpack ist auch schon wieder voll. Ich muss wieder verkaufen gehen. Ich kann mir schon den nächsten Backpack leisten, aber noch nicht die nächste Schaufel. Also Schaufeln sind dann schon ein bisschen teurer als Backpacks, scheinbar. Aber ich sollte bald genug haben. Noch ein voller Backpack. Eigentlich würde schon ein halber Backpack reichen, den ich verkaufe. Und dann habe ich genug für die nächste Schaufel. Sobald ich die nächste Schaufel habe, gehe ich einfach nochmal rein. Es ist schön, dass dieser Simulator so ein bisschen Story hat und es ist alles richtig niedlich gemacht. Schön animiert, grafisch ist es auch. Es ist einfach gut. Ich finde es gut. So, und dann gehen wir uns jetzt die nächste Schaufel kaufen. Shovel Upgrades. Ich habe mal unten raufgeklickt, damit er mir zeigt, wo ich hin muss. Ja, und dann gibt es so eine schöne Kamerafahrt. Das finde ich cool. Dann gehen wir hier hin, reden nochmal mit Sharpie und ich kaufe mir jetzt die bessere Schaufel. Thank you. Kein Problem. Und hier kostet es auch nur 25, auf die nächste abzugraden. Okay. That upgraded shovel looks great. I bet you can dig up through ground even faster now. Danke, dass du mir eine upgraded Schaufel verkauft hast, Sharpie. Er meinte, ich kann jetzt bestimmt damit viel schneller graben. Also das hier geht nicht viel schneller, aber wie soll das auch schneller gehen? Das ist ja alles One-Click. Interessant wären ja die Dinger hier. Oder der hier. Aber das hat ja nichts mit Graben zu tun, das ist einfach nur auf den Baumstamm einschlagen, bis er zerplatzt. Mal macht auch Spaß. Ja, wieder ein bisschen was verkaufen. Und ich gehe einfach mal wieder nach Hause zurück. Hallo Mom, darf ich jetzt den Kuchen essen? Maybe I can have some later. Okay, dann darf ich noch nicht. Schade. Dann gehen wir wieder hoch. Dinosaurs, wow. So ist Louis immer. Louis liebt Dinosaurier. Ich fand Dinosaurier mal langweilig, weil es gibt ja auch Drachen. Und Dinosaurier sehen, die sahen gar nicht so aus wie hier. Die Wissenschaftler, die lagen alle falsch. Das hat mir Codes gesagt. Und beim Pet Center sind sie fleißig am Bauen. Und wir gehen jetzt mal zur Mumu Farm. Oh, hier ist ein Tier. Hello, Mr. Crow. Okay, die Kamera, die funktioniert nicht so ganz aus dem Winkel. Ich habe Hallo zur Krähe gesagt. Oh, jetzt guck hier durch. Oh, hello. Us crows have been watching you. Do you want to know something strange? Was denn? These portals are not even locked. You can just go through them. You don't have to raid or pay or anything. Das ist gut zu wissen. Man kann einfach durch die Portale durchgehen. Die sind nicht verschlossen. Die muss man nicht freischalten. Man kann einfach durchgehen. Okay, dann machen wir das auch. Danke, Mr. Crow, dass du mir das gesagt hast. Und jetzt sind wir bei der Moo Farm. Und da ist alles ein bisschen gelb. Aber auch nur hier. Außenrum ist alles schön grün. Ach, die Moo Farm. Gott, liebe ich sie. Jetzt ist man hier im Portal. Ah, aber um hier weiterzukommen, braucht man Schaufel Level 4. Verstehe. Man kann durch die Portale durchgehen. Aber hinter den Portalen gibt es dann Stellen, bei denen man nicht weiter kann. Reden wir mal mit dir, Bro. Hey, wait up. You can't come to Moo Farms until you have Level 4 Shovel and a Farmer's Head. Your Shovel is only level
Level 2. Come back when you're stronger, eh? Alles klar, Bro. Ich darf hier nicht rein, wenn meine Schaufel nicht Level 4 ist und ich keinen Farmerhut habe wie er. Oh, das wäre so cool. Stell dir vor, ich habe sowas. Und ich gehe mal davon aus, bei den anderen Portalen wird es genauso sein. Die Mumu Farm ist ja das nächste. Das heißt, hier muss man dann schon ein bisschen leveln jetzt, bis man dann in die nächste Area kann. So, jetzt erstmal wieder ein bisschen was verkaufen. Boah, ich habe richtig Bock, dieses Spiel weiterzuspielen. Aber die Aufnahme dauert jetzt auch schon wieder sehr lange. Ich gucke jetzt... Oh! A tiny voice? Help! I think it came from over there. Ich glaube, das kam von da drüben. Oh, wollte gerade das Ende einleiten, aber hier ist wohl noch was passiert. Dann muss ich wohl helfen. Da hauen wir mal auf das Loch rauf, wo jemand drin ist. Du wagst es nicht, hier jemals rauszukommen. What the heck? What the heck? Hast du da unten festgesteckt? Wow, du bist richtig dreckig. Ey, wie wär's, wenn ich dich zum Pet Center bringe und wir machen dich ein bisschen sauber? Oh, dann habe ich jetzt einfach storymäßig wohl mein erstes Pet freigeschaltet und das ist sehr dreckig. Mensch, ich wollte eigentlich sagen, wir gucken einfach mal, ob ich das Ding doch kaputt hauen kann, aber dann gehen wir zum Pet Center. Das ist zwar noch nicht fertig gebaut, aber vielleicht kann ich ja helfen. Maybe Orange? Yeah. I was thinking purple. Oh, hey, Kid. Hast du jetzt schon Pet gefunden? Ja, klar habe ich schon Pet gefunden. Super. Jetzt müssen wir nur noch das Pet Center bauen. Dafür musst du aber ein paar Gems springen lassen. Ja, Gems springen lassen. Und ich habe gehört, wenn du ein paar mehr Gems haben willst, da sind ein paar versteckte Truhen hier im Garten. Woher weißt du das? Okay, es kostet mich 50 Gems, um das Pet Center zu bauen. Das mache ich jetzt noch. Komm, das kriege ich ja wohl hin. Ich muss nur die Hidden Chests finden. Aber den will ich noch kaputt hauen. Ah. Und da oben ist die Hidden Chest. Okay, gehen wir zur Hidden Chest. Hauen die zu Brei. Kaputt. Kaputt. Bam. So, und jetzt haben wir auch genug Gems, oder? Na, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Ah, da liegen ja noch welche. Jetzt habe ich 50 Gems. Okay. Aber es war eine von 4 Hidden Chests. Die anderen 4, die anderen 3 finden wir jetzt auch noch schnell. Was ist denn hier? Ach, hier ist wieder so einer. Not that I know much of anything, but I assure your house is meant to be on an island floating in the space. Ja, stimmt. Ja. Das ist ja auch ganz lustig. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Ich habe mir die Skybox nicht angeguckt, aber ja, scheinbar fliegt unser Haus auf einer Insel weit über der Atmosphäre hinaus. Trotzdem gibt es hier oben noch Wolken. Interessant. Gut, die Kiste haben wir jetzt auch noch kaputt. Und die anderen werden wahrscheinlich an den anderen Ecken sein. Die Gems nehmen wir natürlich mit. Kostet ja nichts. So, gehen wir hier hin. Ah, das ist aber schön, wie viele kleine Secrets hier überall versteckt sind. Dass man mit NPCs Dialoge haben kann. Die Kamerafahrten für die Dialoge, was das alles einfach noch lebendiger macht. Finde ich gut. Das macht mir halt einfach Spaß, so ein Spiel dann zu spielen. Aber ich finde die Chests gerade nicht. Ich finde aber auch... Ui. Ah, man kann hier nicht runterspringen. Ist in Ordnung, dass man nicht runterspringen kann. Ich will auch gar nicht überall runterspringen. Oh. Oh. Ja. Wenn ich mich hier durchhaue, dann kann ich auch hier graben. Und da verkaufen. Und sind da hinten vielleicht noch Hidden Chests? Hallo? Da ist auf jeden Fall noch eine Krähe. Komm, diese Standardwelt will ich jetzt noch fertig kriegen. Wir hauen das Ding kaputt. Zu Brei hauen wir es. Bam. Hier gibt es dann den Krabby Beach. Dann kann ich hier graben. Bringt es mir mehr hier zu verkaufen? Ich probiere es mal aus. Nee, ich glaube, das ist ganz normal. Einfach nur eine weitere Verkaufsstelle. Okay, sehr gut. Aber ich habe keine weiteren Hidden Chests gefunden. Na gut, dann spreche ich nochmal mit dir. Hey, hast du die geheime Wand auf den Weg hierher gesehen? Wenn du irgendwas siehst, das aus Pixeln gemacht wurde, dann kann es vielleicht irgendwas machen. Okay, also immer wenn wir so ein Pixel-Ding sehen, dann kann man damit wahrscheinlich was machen. Wahrscheinlich kaputt kloppen. Und kaputt kloppen, das ist doch voll mein Ding. Ach, da ist noch eine Hidden Chest. Wie konnte ich die denn übersehen? Die haben wir kaputt. Kaputt, kaputt. Bam. 3 von 4. Die sind dann wirklich besser versteckt, als ich dachte. Ich dachte, ich muss einfach nur so ein bisschen Augen offen halten. Aber die sind wirklich versteckt. Oh nein, jetzt muss ich suchen? Ich will nicht nach Hidden Chests suchen müssen. Aber hier ist nochmal was aus Pixeln gemacht. Also werde ich das kaputt hauen. Und ich hoffe, hier hinter ist die nächste Hidden Chest. Direkt neben dem Haus meiner Mutter. Und hier ist eine Höhle und da ist die letzte Chest. Ich hab's doch gewusst. So, und wir haben die letzte Chest gefunden. Alle Gems einsammeln, den Coin einsammeln. Und jetzt holen wir uns das neue Pet Center. Ich wollte gerade Pokémon Center sagen. Genau so hätte ich mir auch den Pet Fighters Simulator vorgestellt. Das wäre cool gewesen. Naja. So, dann kaufen wir uns jetzt das Pet Center. Er sagt wieder Thank you for the purchase. Und es wird gebaut. Jetzt ist es orange. Ah, violett hätte ich auch nicht schlecht gefunden. Aber orange ist doch auch... Ist auch was. Unlock Pet Center. Nice. Dann gehen wir da mal rein. Ja, und da ist auf einmal eine Joy. Und ein Professor Eich. Natürlich. Und wer ist die? Gut, wir gehen erstmal zu Schwester Joy. Nurse Jess. Natürlich. Natürlich. Schwester Jess. Willkommen im Pet Center. Oh, wie süß. Du hast wirklich einen fantastischen kleinen Dirtball dort. Du solltest ihn wirklich in die Dusche bringen, um ihn ein bisschen sauber zu machen. Okay, ich dachte, du machst das für mich. Dann mache ich das jetzt. Dann gehen wir zur Dusche. Komm, Dirtball. Wir machen dich jetzt sauber. Ha! Du bist so dreckig. Ich kann nicht mal wirklich sehen, was unter dem ganzen Dreck ist oder was du wohl sein wirst. Choose your pet. Oh, jetzt kann ich mein Pet aussuchen. Alles klar, ein Bulldozer. Ich kann mein Pet aussuchen. Ich bin für den hier. Hey there.
Also warst du ein Bagger die ganze Zeit? Your name is Toots? Nice to meet you. Mein Name ist Conny. Und ich werde ein Schaufelmeister werden. Oh, du hast eine Spezialkraft? Triple Strike 1? Sieht nützlich aus. Wir können versuchen, das draußen mal auszuprobieren. Boah, ist der Simulator geil. Gut, die ganzen Sachen, die es hier in dem Pet Center gibt, die will ich mir erstmal gar nicht angucken. Ich habe jetzt mein erstes Pet. Triple Strike. Ich kann das hier unten benutzen, auf der 1 wahrscheinlich. Und das heißt, ah ja, jetzt kann ich, jetzt mache ich 3 Teils auf einmal. Oh yeah, ich mache einfach 3 Teils auf einmal weg, wenn ich Triple Strike aktiviert habe. Das ist nice. Aber jetzt haben wir auch wirklich alles gemacht, was man auf der Insel tun kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Für mehr Shovel Simulator Videos, abonniert meinen Kanal, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn das Video gut ankommt, mache ich gerne einen zweiten Teil dazu. Wenn nicht, dann spiele ich das Spiel privat weiter. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao!